Ja, hallo meine lieben Zuseher, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem Video bei GeoLeben TV. Heute geht es unter dem Motto, ich muss und möchte nicht jeden Tag das Rad neu erfinden, um hier irgendwie wieder eine Sensation zu präsentieren. Es ist ja so, unsere Zeit ist leider so gestrickt, dass Menschen teilweise schon richtig gierig drauf sind, immer wieder auf Neuigkeiten, auf neue Sensationen. Und ich bin so der Meinung, es gibt auch dieses Sensation-Seeking, ständig diese Ausschau, dass es etwas Neues zu präsentieren gibt, auch im alternativen Gesundheitssektor, ob das jetzt Nahrungsergänzungen sind oder sonst irgendwelche Mikro- oder eben auch Makro-Nährstoffe. Hier muss man offensichtlich irgendwie permanent etwas Neues präsentieren und das mache ich nicht. Ja, das mache ich einfach nicht und deswegen greife ich heute auf ein altbewährtes Mittel zurück, ein Mittel, das ich sozusagen vor ein paar Jahren präsentiert habe und das mich dann in der breiteren YouTube-Öffentlichkeit dann auch mal etwas nach oben gebracht hat. Ja, um was es sich ganz genau handelt, ihr wisst, ihr seht es, erfahren wir wie immer nach dem Intro. So, meine Lieben, da bin ich schon wieder, machen wir da nicht lang irgendein Geheimnis draus. Hier haben wir es einfach mal, das OPC. Die meisten können sich's eh denken, da in verschiedenen Variationen. Da habe ich auch noch das Pulver vom lieben Robert Franz, das ich vor ein paar Jahren schon gekauft habe. Möglicherweise ist es schon oxidiert und doch habe ich es einfach auch irgendwie noch da, weil man ja nie wissen kann. Ja, meine Lieben, ich werde euch heute keine neuesten Studien präsentieren oder irgendwelche Studien, die irgendjemand jetzt ausgegraben hat, die jemand vor ein paar Jahren gemacht hat, weil ihr wisst eh, ja, ich werde für alles eine Studie finden, die etwas belegt oder widerlegt. Ja, das ist einfach sowieso Fakt und deswegen nicht. Jetzt geht es um OPC. Warum geht es mir jetzt um OPC? Wenn wir jetzt einfach mal schauen, in was für einer Zeit leben wir denn seit jetzt über eineinhalb Jahren bald. Ja, es ist sozusagen das Corona, das Covid-Zeitalter, ja, vor eineinhalb Jahren angebrochen und da kriegt das Ganze natürlich auch für mich wieder eine komplett neue Wertigkeit. In dem Video geht es jetzt nicht für ein Pro oder Contra, was auch immer hier mit Covid zu tun hat, sondern für mich geht es einfach darum, euch mitzuteilen, das mit euch zu teilen, was ich einfach mache und warum ich da einfach auch total überzeugt bin, dass OPC gerade in der jetzigen Zeit unglaublich wertvoll ist. Für mich ist es auf jeden Fall, weil ihr wisst eh, ich nehme OPC täglich, da gibt es keinen Tag, wo ich es nicht nehme, ich vergesse es auch nicht, ja. Ich nehme es einfach täglich und wenn es sein muss und ich bin schon am Arbeitsweg und ich weiß, ich habe keins mit oder ich habe keins genommen, dann fahre ich wieder zurück. So ist es einfach. Ja, weil ich weiß, dass dieses OPC, die Oligomeren Proanthocyanidine, einfach seine Wirkung haben, dass sie tagtäglich dafür sorgen, dass die Fließeigenschaften, meines Blutes tagtäglich verbessert sind. Das ist einfach so, dass ich weiß, dass ich tagtäglich hier ein Mittel zu mir nehme, das eine unglaublich antioxidative Kraft eben einfach auch besitzt. Viele wissen ja, die antioxidative Kraft, also sozusagen die Möglichkeit, die ein Vitalstoff eben hat gegen freie Radikale, gegen oxidative Kräfte, also etwas, das in unserem Körper etwas oxidiert, ja, vor allem wenn es etwas nicht oxidieren soll, weil Oxidation ist ja auch sinnvoll in einer gewissen Art und Weise. Sauerstoff oxidiert auch und den brauchen wir auch. Aber die freien Radikale, ja, die einfach da sind und eben, wie gesagt, dieser ORAC-Wert bezeichnet eben, wie groß diese Stärke, diese Kapazität eines Mittels ist, gegen freie Radikale, gegen Oxidation eben vorzugehen. Und OPC hat ein unglaublich hohes antioxidatives Potenzial, also einen mega großen
Ora quert. Ja, man weiß ja hier, so am Tag bräuchten wir so 5.000 bis 7.000 Orak, um einfach wirklich mit diesen ständigen Dingen umgehen zu können, also die bei uns im Körper freie Radikale eben diesen oxidativen Stress auslösen. Das sind äußere Einflüsse, das ist Ernährung, das ist Stress generell, psychischer Stress und so weiter und so fort. Und gerade im Corona-Zeitalter ist ja das Ganze noch einmal exorbitant nach oben gegangen. Und da ist einfach antioxidatives Potenzial aus dem Traubenkernextrakt genau das Beste, was man für sich tun kann, weil diese unglaublich groß ist. Ja, mit einem, sagen wir, mit einer Kapsel 200 Milligramm reinem Traubenkern Oligomeren Proanthocyanidin, also 200 Milligramm, habe ich abgedeckt diese 7000 ORAC-Einheiten am Tag. Ja. Diesbezüglich müsste ich ungefähr, um eine ähnliche Bewirkung zu haben, was weiß ich, ein Kilo Kiwi essen, ja, oder ein Dreiviertel Kilo Äpfel oder ich weiß nicht, wie ein Kilo Weintrauben. Also müsste ich jeden Tag essen, um auf eine Wirkung von ungefähr 200 Milligramm OPC zu kommen. Ja, das ist einfach einmal so, das, versteht ihr, das ist, es geht jetzt nicht nur, ui, jetzt haben wir Corona und jetzt haben wir ein Mittel gefunden, sondern wir haben das Corona-Zeitalter und da gibt es schon lange etwas, was man für sich tun kann, was eben die Blutgefäße stärkt, ja, die Blutgefäße einfach stärkt, ja, das sozusagen dafür sorgt, dass hier die Blutgefäße bei Abnutzung wieder aufgebaut werden. Ein Mittel, das dafür sorgt, dass sozusagen Ablagerungen, sogenannte Schlacken, im Blutgefäß wieder abtransportiert werden. Ja, wenn ich das sowieso schon weiß und immer zu mir nehme, dann ist es eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung für mich, ja, dass es eben auch in Zeiten wie Corona, wo wir ja wissen, ja, dass eben durch den Virus dieses Spike, ja, diese Spikes, die dieser Virus ja benötigt, der unsere Blutgefäße massiv eben angreift, die dadurch einfach kaputt werden, die dabei gestört werden. Ja. Wenn ich das weiß, dass OPC hier sowieso von Haus aus einfach hier unsere Blutgefäße wieder aufbaut, wieder stärkt, ja, dann nehme ich es halt einfach verstärkt ein, mit dem Wissen, dass es mir in dieser Richtung einfach auch hilft. Dazu kommt einfach dann auch noch die entzündungshemmende Kraft von OPC. Ja, da gibt es ja eben auch so diesen Effekt, ja, bei Corona, eventuell eben auch durch die Impfung, dass eben hier Antikörper gebildet werden, die sozusagen gegen uns selber dann vorgehen. Das heißt, das wirkt sich so aus, dass eben die sogenannten T-Zellen, die Killerzellen, da gibt es einen Typ 1 und einen Typ 2. Der Typ 1 dieser Killerzellen ist dafür eben notwendig. Der sorgt für eine Entzündung. Ja, Entzündung ist ja auch gut, damit dann sozusagen der Krankheitsherd, der Erreger, durch die Entzündung eingekesselt wird und abgetötet wird. Und da gibt es den Typ T2, ja, den Typ 2, der eben dafür sorgt, dass diese Entzündungen wieder aufhören, der diesen Typ wieder neutralisiert, der dann sozusagen, nachdem hier der Typ 1 hier mal aufgeräumt hat und alles irgendwie so vernichtet hat, was vernichtet gehört, der Typ 2, der kommt jetzt dann und sagt, du hörst jetzt wieder auf, wir müssen jetzt mal zusammenräumen. Die beiden bedingen sich, ja, die arbeiten zusammen. Und hier gibt es jetzt sozusagen die Aussage, dass dieser Typ 2 eben hier nicht mehr nachgewiesen wird. Das heißt, ich habe eine permanente Entzündung, ja, die dann um sich greift und die dann sich vermehrt ohne Ende. Ja. Und diesbezüglich, ja, wenn ich weiß, dass ich hier einfach auch etwas Entzündungshemmendes zu mir nehmen kann, dann mache ich das einfach, indem ich einfach weiterhin OPC konsumiere. Und wenn mir das jetzt jemand so erzählen würde und ich mich mit dem Ganzen schon etwas auseinandergesetzt habe, dann würde ich sagen, okay,
hey, das probiere ich zumindest einmal aus. Doch ich weiß es ja an mir selbst, es macht ja sofort was, es verändert sich, ja. Habe ich Kopfweh, nehme ich das, dann vergeht das Kopfweh. Habe ich Kopfweh oder irgendwie fühle ich mich anders oder Ohrensausen oder was immer, dann weiß ich, ups, ich habe zu wenig OPC eingenommen oder ich habe es wirklich mal vergessen oder ich habe es zu spät eingenommen. Also ich kenne die Unterschiede, wenn ich etwas eben nehme und wenn ich es nicht nehme, meine Lieben. Ja, und das Weitere, was OPC eben auch kann, hier sagt man ja auch immer, dass OPC verdünnt das Blut. Deswegen ist es ja auch hier oft bei zu hohem Blutdruck ja einfach auch so unglaublich wertvoll. Ja. Das kann man oft schon seit nach ein paar Stunden feststellen, wenn jemand zu hohen Blutdruck einfach hat. Man nimmt es ein und innerhalb kürzester Zeit von ein paar Stunden ist der Blutdruck schon merklich runtergegangen. Das ist natürlich auch dem geschuldet, wenn eben das Blut zu dick ist, ja, wenn sozusagen die Blutkörperchen hier verklumpt, verklebt sind, dann fließen die natürlich nicht mehr so, wie sie eben sollten und OPC löst diese wieder auf. Das heißt, das Blut fließt einfach wieder wesentlich besser und hier wird ja auch gerade bei den Impfungen eben auch immer wieder von Thrombosegefahr hier einfach auch gesprochen. Hier wird davon geredet, dass hier eben einfach auch die Gerinnung quasi eingeschalten wird, wenn sie das gar nicht sollte. Und hier denke ich mir einfach auch, hey, wenn sozusagen OPC hier die Kraft hat, hier eben einfach auch verklebtes, geronnenes Blut hier zu entrinnen, zu lösen, ja, dann kann ich einfach mit einem guten Gefühl das nehmen und weiß, ich bin hier hoffentlich ja in einer gewissen Art und Weise auch geschützt. Ja, und das sind einfach so einiges an Punkten, warum ich euch das jetzt einfach auch näher bringe. Warum ich euch sage, hey Leute, schau mal wieder mal ein bisschen auf dieses OPC, ja, weil von dem redet kaum noch irgendjemand, weil wie gesagt, es muss ja ständig irgendwie was Neues gefunden werden. Doch OPC ist eines der Nahrungsergänzungen, die mich, wie gesagt, seit Jahren begleiten und ich auch der Überzeugung bin, dass es mir deswegen auch sehr gut geht, so wie es mir geht, weil OPC da einfach eine solide Grundbasis schafft. Diesbezüglich kann ich euch einfach nur ein Video, um sich das anzuschauen, einfach wenn wer sich mehr damit beschäftigen möchte, einfach nur empfehlen, das ultimative OPC-Video werde ich euch hier verlinken, auch Sinn machen. Also da geht es wirklich auch darum, was kann ich einfach auch für mich tun, auch in Zeiten wie diesen. Ja, meine Lieben, ich verlinke euch, wie gesagt, alles hier. Aber ja, in dem Sinne, hey, habt eine feine Zeit und schaut vor allem auf euch. Wisst ihr, wenn es so nicht gesund seid, dann werdet es und wenn es gesund seid, dann schaut es einfach drauf. Aber ich möchte einfach auch ergänzen, auch Krankheit, auch Unwohlsein gehört zum Leben. Das ist einfach der Prozess. Ohne Krankheit gibt es keine Gesundheit. Und wir sind einfach in einer polaren Welt. Das heißt, wir haben immer zwei Pole, die sich schlussendlich auch miteinander brauchen, die sich gegenseitig bedingen. Und trotzdem genau das Gegenteil vom anderen sind. In dem Sinne alles, alles Liebe, Daumen hoch, schreibt in die Kommentare und schaut auch auf meine Homepage bewusstgesund-geosix-lebensmut.at.